jetzt wäre noch sowas wie, was würde mir jetzt gerade itemtechnisch am meisten bringen? Ich glaube, die Tatze. Dann würde ich nämlich meine kompletten Herzen fressen, auch wenn das riskant ist, aber dadurch durch das Polaroid ständig einen Schild kriegen und dadurch wiederum mit dem Messer meinen Schaden machen an den Bossen. Was halt ziemlich übel wäre, glaube ich. Ich glaube, das wäre jetzt im Prinzip so das Sinnvollste, was ich machen könnte. Und halt die Attack Fly und der Vogel und überhaupt. Im Prinzip bin ich ja gerade eine wandelnde Bombe. Wenn irgendwie ich Schaden durch irgendwas kriege, also wenn ich mich quasi in die Gegner reinstellen kann, dann ist einfach massiv Schaden angesagt. Ich bin quasi ein Nahkampf-Spezialist, ohne irgendwie die Möglichkeit, mich davor zu schützen, was die Gegner dann natürlich mit mir machen, nämlich mich killen. Das heißt, ich bräuchte irgendwie Verteidigung dafür. Oder jetzt noch so ein Messer oder so, das wäre halt auch, dann wäre der Schaden wahrscheinlich so hoch, dass es egal wäre, dass die Gegner tot wären, beziehungsweise die Bosse tot wären, bis ich sterbe. Oder zumindest Satan. Satan ist natürlich ein blöder Boss dafür, ne? Da wäre sowas wie Isaac eigentlich besser als Boss. So für so ein Nahkampfbild, sag ich mal. Kenza bringt mir nichts mit der Schokolade. Also zumindest nicht wirklich. Dafür müsste ich halt... Ich schieße so schnell, wie ich drücken kann. Mehr ist da nicht drin. Beziehungsweise schneller kann ich eh nicht drücken. Das bringt halt nichts. Ein Auge, ein Auge, ein Auge, ein Auge. Okay. Oh, gib mir eine Bombe, das ist freundlich. Ja, komm, ich habe genug Schlüssel. So. Ach, es gibt ja auch... Verdammt. Ja. Was ist das da? Das kann ja kein Shop sein eigentlich. Shops gibt's ja nicht mehr. Ah. Die High Priestess. So, besser als Speeddown. Ja. Auf Sinn, was gibt es uns? Ein blaues Herz. Ich nehme an, das ist auf demselben Cooldown. Yep, ist es. Okay. Dann. Hier unten noch. Ich habe meine Bibliothek gefunden, aber es war eigentlich mehr oder weniger nur Crap drin. Es hätte halt was, so zum Beispiel das Book of Revelations drin sein können. Das hätte ich dann erstmal nicht genommen, sondern gewartet, bis ich den Boss hier getötet hätte. Was ja dann kein Reiter gewesen wäre, sprich wir hätten nicht den komischen Meat Boy gekriegt. Wobei es hätte sich lohnen können. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt... Also man kann ja nur drei Viecher um sich rum haben. Ich weiß nicht, ob wenn ich jetzt den Meat Boy quasi durch den normalen Meat Boy ersetze, ob dann meine zweite Fliege wieder da ist. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen, finde ich. Ja, danke schön. Oh, noch ein blaues Herz. So, Challenge Raum. Tschüss. Oh. Das ist Judas Tang. Leider habe ich keine Ahnung, was das Ding bringt. Das ist schade. Das könnte nämlich sehr gut sein. Aber gut, wir bleiben beim Polaroid. Und vielleicht kriegen wir ja tatsächlich auch noch die Tatze irgendwie in einem Devil-Raum oder so. Es könnte ja passieren. Und dann wäre das Polaroid natürlich Gold wert. Ach nee, hier wollte ich... Wo muss ich jetzt hin? Verdammte fehlende Minimap. Okay, hier liegt noch ein Herz rum. Nicht, dass ich glaube, dass wir das gleich noch brauchen. Das ist Conquest. Das heißt, wir kriegen gleich... Au, 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 au. Wir kriegen gleich das Pony, oder? Wow, wow. Vorsichtig, Conquest, vorsichtig. Leider kein Endkampf. Au. Da fährt er mich um. Wir erinnern uns an den letzten Conquest-Kampf. Der war nicht gut. Der war überhaupt nicht gut. Hallo? Mom, du solltest auf ihn drauf... Aua. Auf ihn solltest du drauf stampfen. Hat sie irgendwie nicht gemacht. Aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. So. Au. Da fährt er mich um. Shit. Wie viel Leben ich immer verliere bei verdammt Conquest hier, weil er mich dann immer umfährt. Ich mag Conquest nicht als Boss, muss ich ja sagen.
der ist so fürchterlich random, wo er seine Strahlen hinmacht, wo seine komischen Leute langfahren und so. Das ist irgendwie nicht schön. So zum Beispiel, dass der noch da unten kam, ist halt random. Oder jetzt hier diese komischen Strahlen. Können halt irgendwo kommen. Jetzt habe ich ihn nicht mal mit dem aufgeladenen Schuss getroffen. Hilfe. Stirb. Na also. Und da gibt's das Pony. Nein, gib mir das Pony. Ich will das Pony. So. Okay. Wir haben so einen Boss-Challenge-Raum. Da oben ist eine Arkade. Ich glaube... Oh, crap. Oh, crap. Oh, crap. Autsch. Ich wusste, dass das passiert. Aber wir haben einen Pony. Immerhin. Ich mag ein Pony. Mehr Ponys. Vielleicht kommen wir dann Endkampf. Also Mom's Heart ist ja ein Endkampf. Das ist gut. Da gibt's schön Schadensbonus. Aua. Bei Satan ja theoretisch auch. Wir kämpfen ja erstmal... Also so lala. Es ist so ein halber Endkampf. Wir kämpfen ja erstmal gegen komische Teile von ihm, die dann sterben, die uns Bonusschaden geben immerhin. Und dann erst gegen Satan selber und nachher bei den Füßen kommen nochmal die Bombenwürmer. Das gibt also auch noch ein bisschen Bonusschaden. Das da ist sogar ein Boss-Challenge-Raum. Das ist... Auf der einen Seite natürlich schön, auf der anderen natürlich nicht so schön. Denn. Ich muss dann auch nochmal zur Arkade. So, nee, da gehe ich bestimmt nicht hin. Wobei ich natürlich bei dem Typen auch spenden könnte. Was vielleicht sogar cleverer wäre, oder? Ich müsste, naja, wobei. Wenn ich in der Arkade spende, kriege ich Geld. Und Geld kann ich gebrauchen, um mir dann neue Herzen zu erzocken. Weil ich möchte schon wieder volle Herzen haben, wenn ich mit dem Boss-Challenge-Raum fertig bin. So. Das ist gut, das lasse ich da gerade mal liegen. Dann werden wir hier mal gerade... Ich versuche mal gerade schon mal ein paar Herzen zu erspielen. Wir haben ja sehr viel Geld. Das ist ja nicht das große Problem. Das kann ich eigentlich auch noch nachher machen. Oder wir teilen uns das ein bisschen auf. Genau, wir erspielen erst mal ein paar Herzen und dann... Danach nochmal. Na komm. Na komm, 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 komm. Wir wissen keine Herzen. Gib mir doch einfach nur Herzen hier. Und sonst auch problemlos. Das sind Herzen. Sehr schön. Komm, einmal die Herzen. Oh. Okay. Folgendes. Wir nehmen das. Dann gehen wir jetzt Richtung Boss-Challenge-Raum. Ich spende jetzt bei dem komischen Hansel hier, der mir dann vielleicht noch ein gutes Item gibt. Nicht, dass der das, dass die das jemals gemacht hätten in meinen Runs. Oh. Das bringt mir zwar nichts, weil ich, wie gesagt, nicht schneller drücken kann. Aber hey. Ist ja egal. Er hat mir irgendwas gegeben. Wo ich halt froh drum bin, weil sonst geben die einem nie was. So, jetzt gehen wir halt den Rest da oben spenden. Immerhin, irgendwo, irgendwas können wir spenden. Wobei es vielleicht sinnvoller wäre, dass da... Aber nee, jetzt ist es zu spät. Jetzt habe ich das Herz nämlich schon mitgenommen. Und... Ich möchte nur sehr ungern noch mein... eines Pufferherz da oben verspielen, während ich zu dem Stachelraum gehe. Und das wäre halt blöd gewesen. Also gehen wir jetzt doch hier hin. Machen wir das so. Okay, komm, gib mir was Sinnvolles. Das ist Range Up. Naja, gut. Range Up ist besser als gar nichts. Ah, Feuer! Und wir kriegen sogar einen Loki am Anfang. Das heißt, es gibt ein bisschen runter... Also, ouch. Das war schlecht. Das könnte jetzt ein Problem werden. Das könnte sogar ein großes Problem werden. Wir haben keinen Puffer mehr. Verdammt. Ich hoffe, jetzt kommt gleich nichts Schlimmes. Erstmal den da oben noch töten. So. Stirb, Loki. Das ist, oh, Monstro 2 kann mal in die Hose gehen. Wenn er zum Beispiel so komisch rumschießt. Wie man das nicht gerne haben möchte. Oder hüpft oder so. Das wäre nicht so schön. Ja.
Das zum Beispiel ist nicht schön, weil er jetzt wieder noch ein paar Fliegen macht, die ich nicht haben möchte. Okay, er ist tot. Jetzt kriegen wir noch eine Bombe immerhin. Eieiei, das war close. Close, close, close. Vor allem gerade mein Monstro 2. Ich hätte eigentlich erwartet, dass er mich getötet. Also durch diesen... Naja. Durch den einen Schuss, den er gemacht hat. Das liegt da jetzt natürlich nicht so toll, das Herz, ne? Weil ich wollte eigentlich dann noch meinen ganzen Kram einsammeln, der dann hoffentlich gleich kommt. Das ist ja irgendwie blöd. Naja, ich werde es wahrscheinlich gleich einfach mitnehmen. So. Mehr Herzen, gib mir Herzen. Was ich natürlich auch mal machen könnte, komm, ich werde hier sowieso nichts mehr spenden auf dem Stockwerk. Das ist wurscht. Na, aber natürlich gibst du mir keine Herzen, ist ja klar. Wäre ja auch zu viel verlangt. Zocken wir hier wieder eine halbe Stunde rum, oder was? Ich will nur meine Herzen, dann höre ich auch schon auf zu zocken. Ich will gar nicht mehr. Skatole bringt mir sowieso nichts mehr. Da sind Herzen. Und den Rest habe ich eigentlich auch genug. Ich will doch nur Herzen. Gerne auch blaue, so ist es ja nicht. Ich habe gerade noch eine Fliege gekriegt. Ich hätte jetzt theoretisch 3 Fliegen um mich rum, wenn ich nicht auch ein Messer und den Meat Boy hätte. Das ist doch nur Geld. Geld hilft mir nicht. Mir hilft nur Leben. Nur Leben. Und ich muss echt aufpassen, dass ich nicht dieses blöde Herz da mitnehme. Auf der anderen Seite. Naja gut, doch, ich kann noch einen HP abkriegen, wenn ich gleich Mams Hart töte und dann noch einen Stockwerk haben wir ja noch. Das heißt, ich kriege noch einen HP ab dann. Ich kriege aber gerade auch nichts. Wo habe ich denn? Ich habe doch eigentlich mal Luck ab gehabt. Wo ist denn das hin? Hä? Hä? Luck ab und so? Wo ist das? Ja. Der mir bestimmt gleich Skatole. Pass mal auf. Siehste? Jetzt habe ich nur noch den Automaten, wo ich zocken kann. Und der gibt mir keine Herzen. Gib mir Herzen. Och Mann. Nicht Münzen. Herzen. Hätte ich mal den Bloody Penny noch, ne? Wow. Okay. Das geht natürlich auch. Pille. Was ist das für eine Pille? Man weiß es nicht. Bombsackies. Na, das hilft mir ja gerade sehr viel. Ich habe nämlich genauso viele Bomben, wie ich Schlüssel habe. Warum kannst du mir jetzt nicht einfach Herzen geben? Und dann bin ich glücklich und gehe und spreng dich vorher noch in die Luft. Weil ich dich nicht brauche. Aber wir sind wenigstens beide glücklich. Komm, tu es. Fliege. Ich spreng den gleich in die Luft. Einfach aus Frustration. Weißt du was? Lass mich doch in Ruhe. Da kommt immer noch ein halbes Herz bei rum. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich mehr hätte kriegen können dadurch. So, wir gehen jetzt zum Boss und dann ist mir das auch egal. Oh, toll. 2x Wrath. Das ist ja toll. Stirb! Dreckiges Mistvieh. Ah. Ja, springt euch gegenseitig. Ist eine tolle Idee. Euch mag doch sowieso niemand. Komm. Ah. Könnt euch auch gegenseitig sprengen, wenn ihr das gerne möchtet. Ah. Eins. Auch. Naja, es müsste eigentlich auch gleich tot sein. Yep. Das war übrigens gerade das Messer. Ich bin kurz in ihn reingefahren und er war tot. Das passiert, wenn man das Messer ordentlich benutzen kann. Könnte. Sollte man dazu sagen, vielleicht. Oder es nennen. Wie schön das jetzt wäre, ne? Mit so einem
mit so einem krassen Nahkampfschaden durch die Gegend zu laufen. Fleisch. Fleisch und Gisch. Zusammen sind die richtig böse. Wenn man nur eine von den Sorten hat, dann geht das noch. Vor allem Gisch ist halt blub. Aber zusammen kann das eine böse Kombination sein. So, wir haben... So, und hier... So. Und dann... Autsch, verdammt. Und dann stirb, wollte ich sagen. Aber nee, nee, das geht ja nicht. Hey, cool. Ich wusste gar nicht, dass das dann auch diese Strahlen macht, wenn ich das benutze. Das ist ja cool. Okay, langsam habe ich schon wieder relativ viel Schaden. Das ist gut. Böses Larry. Geh drauf. Okay, sehr gut. Komm, Vogel. Jetzt attackier doch mal da. Gerne auch die komischen Knights. Die nehmen von dir wenigstens Schaden. So. Ich frage mich gerade, ob es sich halt vielleicht lohnt, wenn ich mich neben sie stelle. Sie macht ja grundsätzlich keinen Schaden und dann macht mein Messer aber Schaden. Das Problem ist halt, die Gegner, die da rauskommen, könnten mich dann killen. Das wäre nicht so schön. Aber auf der anderen Seite mache ich dann halt wirklich massiv Schaden. So ungefähr. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber wie die HP von ihr gerade runterging, war natürlich nicht schön. Also, zumindest nicht schön für sie. Für mich war es natürlich super. Da gibt es nochmal Leben. Da gibt es auch nochmal Leben. Und dann geht es für uns dieses Mal runter in Richtung Satan. Wir haben es nicht mehr weit. Wir haben es auch vor allem hier nicht. Wow, crap. Das ist nicht schön hier. Das ist überhaupt nicht schön hier. Das ist richtig blöd sogar, um genau zu sein. Das ist ja ein richtig finsterer Raum. So viele von den Viechern hatte ich auch noch nie auf einmal. Die verbesserten Knights. Aber man sieht, wenn da einmal das Schwert ins Genick geht, ne, dann ist auch einfach mal vorbei. Nein. Aber was ich kurz noch machen möchte, ist in die Bibliothek schauen. Naja, super. Da muss ich auch noch zweimal den Loki für bekämpfen. Das hätte ja auch gar nicht anders funktionieren können. Geht rauf und dann du vielleicht. Und dann kriege ich ganz viel Bonusschaden, weil ich Gegner töte. Komm. Tu das, explodier. Vielleicht sogar in der Nähe von Loki. So, bitte, bitte. Nein. Shit. Verdammt. Arg. Nein. Nicht das, was ich wollte. Überhaupt nicht das, was ich wollte. Ich bin mal sehr gespannt drauf, wie massiv man mein Gamepad hört hier, weil es klappert gerade schon ziemlich. Das ist ja auch schon ein bisschen älter. Zu ouch, zugegeben. Jetzt will ich auch noch leben dadurch. Das ist natürlich blöde. Also dadurch, dass ich mir die Bibliothek nochmal angucken wollte. Das ist nicht schön. Ich hoffe, da ist jetzt wenigstens das Book of Revelations einmal drin, weil damit könnte ich dann... Damit könnte ich dann, was wollte ich sagen? So. Mir zumindest das Leben wiederholen. Na, immerhin. Wenn jetzt natürlich da das, die Bibel drin gewesen wäre, dann wäre vorbei gewesen, weil dann hätten wir es geschafft. Die tötet Satan ja instant. Verdammt, das ist nicht schön. Autsch, ich wusste, dass das passiert. Okay. Wir haben nicht viel Leben, aber wir werden es wohl versuchen müssen. Satan! Verdammt, das hat nicht gepasst. Ich war schon zu lange, ouch, nicht mehr hier. Das ist nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Ich glaube, wir haben ein kleines Problem. Wir haben ein etwas größeres Problem sogar. Es ist ja lieb von dir, Vogel, aber naja. Wir werden sehen, wie uns das weiterhilft. Ich
kann nur noch einen Treffer ab. Das ist halt wahrscheinlich zu wenig. Den wird mir wahrscheinlich... werden mir die beiden wahrscheinlich schon geben. So ungefähr. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Okay, das habe ich nochmal hingekriegt. Das war gut. So, und jetzt kommt natürlich er. Und er ist jetzt quasi das große Problem. Denn er zieht mir für gewöhnlich am meisten Leben ab. Durch solche Dinge. Das scheint zu funktionieren. Warum auch immer. Okay, das hat geklappt. Ah, ich habe sogar noch ein Leben mehr wegen Scapular. Eieiei, das ist natürlich Glück im Unglück. Jetzt habe ich ein kleines Problem mit den Bombenwürmern gerade. Und natürlich mit der Tatsache, dass ich nicht sehe, weil seine Füße überall in der Gegend rumhängen. Aber wenn ich natürlich jetzt noch Bombenwürmer töte, gibt es für mich nochmal ein bisschen Bonusleben. Bonusschaden. Was natürlich sehr praktisch ist. Eigentlich bin ich so schnell. Das hätte auch in die Hose gehen können. Wo kommt denn jetzt der Bombenwurm her? Shit. Shit. Shit, 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 shit. Haben wir viel Leben. Das Schild ist auch gleich weg. Der Schild. Entschuldigung. Natürlich ist es... Oh crap, oh crap, oh crap. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich bin noch irgendwie ausgewichen. Komm, Satan, stirb, bitte. Es ist doch fast. Wir haben es doch fast. Okay. Es war ein furchtbar knapper Run. Es waren keine guten Items. Aber wir haben es geschafft. Eieieiei. Okay. Einmal das schlaue Büchlein rausgeholt. Und damit den letzten Haken gemacht. Zack. Bei Samson für Satan. Wir haben damit tatsächlich alles, was das Spiel theoretisch so an Möglichkeiten hat, es fertig durchzuspielen, geschafft. Und es fehlen natürlich theoretisch immer noch ein paar Items und so weiter. Und ich bin noch nicht so hundertprozentig sicher, wie wir das jetzt weitermachen werden. Ich fühle mich nicht irgendwie fertig mit dem Spiel. Ich werde wahrscheinlich weiterhin noch Isaac spielen, aber dann halt... Ja, wir werden mal gucken. Es haben ja schon ein paar Leute gefragt, ob wir vielleicht irgendwelche Runs machen werden, die von euch vorgeschlagen sind. Ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher. Aber ich möchte garantiert weiter noch ein bisschen Isaac spielen. Einfach weil es Spaß macht, weil es eins meiner absoluten Lieblingsspiele ist. Weil es auch schön ist für zwischendurch zum Aufnehmen und zum Rendern und so weiter. Ist einfach sehr, sehr praktisch für sowas. Ja... Ich hoffe, dass es euch bis hierhin natürlich gefallen hat. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zusehen und würde einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal. Und bis dahin, tschüss.